Unser Freund Viktor Orban, so nennen CSU-Chef Horst Seehofer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten. Orban war am Freitag bei der Klausurtagung der CSU im oberbayerischen Kloster Seeon. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Flüchtlingsthematik. Der wegen seiner rigorosen Flüchtlingspolitik stark kritisierte Ministerpräsident aus Ungarn äußerte sich zu der Migrationsfrage. Sie sei für ihn zu einem Demokratieproblem geworden. Ihm zufolge wünscht sich das Volk mehr Sicherheit an den europäischen Grenzen. In Europa hätten viele Politiker diesen Wunsch nicht respektiert. Seehofer sprach von einer langen Freundschaft zwischen Ungarn und Bayern. Er verteidigte Orban. Dieser stehe zweifelsfrei auf rechtsstaatlichem Boden unter Bezug auf die Kritik an der ungarischen Regierung.